Welches Obst und welches Gemüse wächst eigentlich im Schatten? Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Es gibt einiges an Gemüse und Obst, was heißt einiges, ein paar Sachen halt, die kann man im Schatten anpflanzen und gedeihen sogar sehr gut. Egal, ob es jetzt im Garten ist oder wenn man einen Nordbalkon hat, weil da bin ich auch schon öfters gefragt worden. Nordbalkon zum Beispiel oder im Garten im Schatten, Tomaten wird man da nicht hinpflanzen, weil die werden einfach nichts. Tomaten, es ist eine Südpflanze, die braucht ihr Sonne und es ist mit anderen Sachen auch so, mit Paprika und so, Chili, die brauchen einfach die Sonne. Aber was ist jetzt für ein Schatten gut? Für den Schatten ist ideal der Salat. Salat gedeiht am besten an einem schattigen Platz oder Halbschatten. Wenn dann 2-3 Stunden einmal die Sonne hinkommt, ist das in Ordnung. Wenn aber gar keine Sonne kommt, geht es auch. Der Salat im Sommer, der ist sogar dankbar, wenn er nicht mitten in der prallen Sonne steht. Weil der Salat, der kriegt ja ganz schnell einmal einen Sonnenbrand auch. Ne? Der wird schnell welk und was passiert auch? Der schießt auch dann recht schnell, wenn er voll in der Sonne steht und in der Hitze einfach. Und wenn es schattig ist, dann wächst er schön langsam. Kann natürlich sein, dass das dann kein so ein Kopf wird, sondern der wird halt bloß so, aber das ist ja egal. Ne? Auf jeden Fall wächst er dort sehr gut. Das ist das eine, was man machen kann. Das nächste, das sind Erbsen. Erbsen, die gedeihen auch gut im Schatten. Also ist natürlich nicht, dass es komplett dunkel ist, ne? Aber ein schattiger Platz einfach, wenn einmal eine Stunde oder was Sonne kommt, ist immer gut, aber sie gedeihen dort. Erbsen sind ja ideal auch, die geben ja Stickstoff ab. Und Stickstoff in der Erde, das können ja wieder die anderen Pflanzen brauchen. Und deshalb kann man dann am Rand vielleicht wieder einen Salat oder sowas hinpflanzen. Da haben die anderen Pflanzen nämlich schon wieder einen Nutzen davon. Dann, was ideal ist im Schatten, ist Spinat. Spinat will nicht in der Sonne stehen, weil wenn der in der Sonne steht, im Sommer dann wächst der zu schnell. Und dann schießt er und blüht und ja, dann kann man ja nicht mehr essen. Und wenn er im Schatten steht, dann wächst er langsamer und wächst wunderbar. Also der Spinat ist ideal für einen schattigen Platz. Es gibt aber auch Wurzelgemüse, was man im Schatten pflanzen kann. Das sind zum Beispiel Kartoffeln. Die brauchen zwar dann ein bisschen länger, aber es kommen, die wachsen genauso und da kann man genauso eine Ernte haben. Dann, im Schatten noch tun kann. Radieschen kann man auch sehen, wächst halt auch langsamer, aber wie alles andere im Sommer, dann schießt es nicht und wird nicht kaputt. Ne? Weil wenn es schießt, Radieschen, wisst ihr vielleicht, die kann man ja nicht essen. Die werden ja nichts, die Radieschen selber. Ne? Aber im Schatten wachsen es langsamer, also setzen es auch mehr an. Und genauso ist es auch dann mit Kohlrabi und so einem Kohlgemüse, kann man genauso dann hinpflanzen. Dauert alles ein wenig länger, das weiß man im Vornherein, aber ist ja nicht schlimm. Und wenn es ein schattiger Platz ist, bleibt ja auch die Erde ein bisschen feuchter, also die trocknet nicht so schnell aus. Das ist wieder gut. Dann kommt nämlich, wenn der Boden immer ein bisschen feucht bleibt, das beugt schon wieder dieser Möhren- und Zwiebelfliege vor, die da rumschwirren dann. Also es hat alles ein bisschen Vorteile. Aber wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, immer Geduld haben. Es dauert ein bisschen länger und die Ernte kann nicht ganz so reichlich ausfallen. Dann von den Beeren, da wachsen im Schatten wachsen zum Beispiel auch die Himbeeren, die Brombeeren, die Walderdbeeren, die wachsen da recht gut. Ja, im Wald stehen ja auch die Walderdbeeren und die haben es schattig. Es kommt einmal vielleicht ein bisschen Sonne durch, aber ganz wenig. Und solche Sachen, also die könnt ihr ruhig an einem schattigen Platz pflanzen. Es kann natürlich sein, dass nicht so eine reichliche Ernte ist, wie wenn sie ein bisschen heller stehen. Aber bevor man gar nichts hin tut, kann man das auf jeden Fall machen. Und bei den Kräutern, da ist so, also so da sagt man, also schattig ist da nicht ganz so gut, aber so Halbschatten, wo man immer die Sonne einmal durchspitzt, das ist Petersilie, Schnittlauch, Dill, Minze, das soll alles nicht in der prallen Sonne stehen, aber so halbschattig. Da könnt ihr dann wirklich eine gute Ernte haben mit den Kräutern. Und wenn ihr aber wirklich nur einen schattigen Platz habt, ihr könnt auch hinpflanzen, ganz wunderbar. Und das habe ich bei mir in einem Eck gemacht. Ich habe Waldmeister drin und ich habe viel Bärlauch drin. Und der ist wuchert da drin, ja? Weil die wollen das Schattige. Und wenn es dann immer ein bisschen feucht drin ist, da wächst das Zeug gut.
Also ihr seht, man kann auch an einem schattigen Platz was hinpflanzen oder manchmal ein bisschen halbschattig, aber es geht auf jeden Fall, wenn man das Richtige hinpflanzt. Viel Glück wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmoni.